Guten Abend, sind wir auf Sendung? Was? Ja, Technik sagt, wir sind auf Sendung. Bin gespannt, ob sich das bewahrheiten wird, wenn dann hier die Erscheinung der Sendung auf meinem Bildschirm stattfinden wird. So lange zögere ich das gerade noch raus, bis ich hier selber sehe, was Sache ist. Ah, jetzt tut sich was. Wir haben ein Delay von 30 Sekunden ungefähr. Das ist übrigens dann auch für den Stream zu berücksichtigen, wenn User was fragen und man antwortet, das kommt alles immer 30 Sekunden Verspätung. Das führt meistens zu so Spiraldebatten, dass man dann später wieder was aufgreifen muss, was dann vorher schon kam. Aber ja, jetzt sind wir drauf, auf jeden Fall. Und ich begrüße alle hier im Raum und ich begrüße alle, die hier jetzt im Livestream zugeschaltet sind. Und nachdem wir jetzt hier im Raum sind, beginnen wir, haha, mit einem großen Applaus. Das wäre euer Einsatz, ja. Für dich ein Applaus. So macht man das. Ja, wir sind nicht so professionell, dass wir gleich zur Begrüßung reinklatschen können. Aber schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr hier live im Chat dabei seid. Kurz zum Setting. Wir sitzen hier ungefähr mit 25 Leuten in Heidingsfeld und haben den Auftakt des Lingo Special Meet, wie wir es jetzt mal provisorisch benannt haben. Das ist auch der entsprechende Hashtag, den ihr bitte in den sozialen Netzwerken gebrauchen dürft. Das zählt übrigens für alle, die hier jetzt im Raum sitzen, auch. Also ihr könnt gerne auch zum Beispiel ein Insta-Foto oder sowas machen von der Szenerie und entsprechend unter dem Hashtag posten, dass wir da noch ein bisschen die Reichweite zusammenziehen. Ja. An meiner Seite begrüße ich sehr herzlich den Erzpriester Martinus Petzold. Guten Abend. Guten Abend, alle. Erzpriester Martinus hat sich heute bereit erklärt, bei uns vorbeizuschauen und über das Thema orthodoxe Kirche bzw. Orthodoxie zu sprechen. Wir hatten auch gerade schon einen kleinen Gottesdienst, das Nachtgebet, die Komplett bzw. das Apodipnon und noch mit einer Artoklasia, also einer Brotsegnung bzw. einer Segnung von Brot, Wein und Öl. Dazu könntest du dann vielleicht auch entsprechend noch was sagen. Und werden jetzt mit euch eben über dieses Thema reden. Hier, wo bleibt mein Zwiebelkuchen? Ja, Toast, die ist sehr witzig. Er kommt gleich. Ja. Schön, dass wir jetzt hier über Eck kommunizieren. Vielleicht steigen wir mit dieser Frage an, wenn du dich kurz vorstellst und dann etwas zur Brotsegnung sagst, die wir heute gefeiert haben. Ansonsten gilt für euch außenrum, bitte seid möglichst leise. Ja, ich bin ein kleiner staubiger Dorfpfarrer mit einer großen Gemeinde. Ich bin für alle Griechen in Unterfranken zuständig. Und Unterfranken ist bekanntlich ein großes Gebiet. Es geht von der Rhön und bis zu Fulda hoch und rüber nach Westen bis nach Aschaffenburg. Dann den Odenwald, den unteren Odenwald, Höchst und Erbach und alles, was dazwischen liegt, bis runter zum Hohenlohekreis, über Buchen, Osterburken, bis nach Künzelsau, Öhringen und dann noch bis zur, die A6 ist dann meine Grenze im Süden, bis zur A7, Crailsheim, Rothenburg ob der Tauber, alles gehört mir. Und dann hoch bis kurz vor Bamberg, Eltmann ist so mein letzter Grenzort. Also eine sehr ziemlich große, ausgestreckte Gemeinde mit Radius von 240 Kilometern und rasehalter Flitze von einem Ort zum anderen, um da die Gläubigen zu besuchen und die Gottesdienste zu halten. Heute war ich in Künzelsau, morgen früh bin ich in Fulda, am Sonntag bin ich in Aschaffenburg, so rase ich halt rum. Das ist meine Arbeit. Insofern bin ich ein staubiger Dorfpfarrer, weil ich eben in den kleinen Städten bin. Ich bin also kein Pfarrer von München, Hannover oder Berlin. Ich habe allerdings auch Erfahrung von großen Städten. Ich habe 7 Jahre in Frankfurt verbracht und 2 Jahre auch war ich Pfarrer in Nürnberg, zweiter Priester in Nürnberg. Und habe da auch Erfahrung gesammelt von großen, sehr gut funktionierenden Gemeinden, die auch Pfarrzentrum haben, die auch die gesamte Bandbreite der Seelsorge haben, von Gefängnisseelsorge über Kinder- und Altenarbeit, Fahrten und viele Gottesdienste natürlich auch. Und versuche das so, ich kann auch in meiner ländlichen Gemeinde, Diaspora-Gemeinde, zu verwirklichen, so gut es halt geht. Aber wohne in Würzburg, insofern bin ich ganz nah bis nach Heidingsfeld, weil ich sogar im Stadtteil wohne. Ich wohne nur
3 Fußminuten von dem Ort, wo wir uns jetzt treffen. Ja, danke schön für den Moment. Gibt es hier jetzt aus dem Zuschauerplenum hier schon erste Fragen an Erzpriester Martinos? Dann bitte los, Lara. Ganz kurz, wir müssen die Frage wiederholen. Lara fragt, hört mal? Lara fragt, ich fasse es jetzt sehr kurz zusammen. In der Orthodoxie wird die Eucharistie unter beiderlei Gestalt des Brotes und des Weines gereicht. In der katholischen Kirche ist es unüblich. Sie hat noch auf einen Vortrag verwiesen, den sie von Erzpriester Martinos mitbekommen hat, der auch schon die Begründung geliefert hat. In diesem Vortrag, ja, also das Thema Eucharistie unter beiderlei Gestalt, beziehungsweise trotz katholischer Konkomitanzlehre, wie wir das nennen, ist sozusagen die Eucharistie, wenn man nur das Brot reicht, defizitär. Ja, vorgestern bei dem Preacher Slam, wo ich auch mitgemacht habe, wäre meine zweite Predigt, wenn ich gewonnen hätte, hätte ich genau darüber gepredigt. Du hast einen ehrenvollen 5. Platz. Über das Thema, jawohl. Aber dafür war es auch die einzige Predigt. Tatsächlich ist das mein eigener Stolz als Orthodoxer, dass ich zu der Kirche gehöre, die das Original bildet. Also ich fühle mich nicht zu einer Kirche zugehörig, die abgespalten ist und irgendwie vom Mainstream des Papsttums und seinem Nachfolger, dem Nachfolger Christi auf Erden, sondern ich bin stolz darauf, dass ich zu einer Kirche gehöre, die apostolisch ist, die auf apostolische Wurzeln zurückkehrt und geht und diese apostolische Tradition in meinen Augen bis heute nie verloren hat und von dieser apostolischen Tradition nicht abgewichen ist. Das ist mein Selbstbewusstsein und auch mein Stolz und auch der Stolz überhaupt der orthodoxen Kirche. Und ich bin nicht befugt, darüber zu reden, was neuapostolische Protestanten, Katholiken oder sonst wer, Altkatholiken oder Anglikaner für eine Praxis haben. Das ist deren Problem. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen oder zu verteidigen. Aber in der orthodoxen Kirche ist tatsächlich der Zugang zur Eucharistie ist jedem Getauften, orthodoxen, getauften Christen offen. Das heißt, auch ein Baby, was nach 3 Monaten, vielleicht auch 2 Monaten oder 6 Monaten getauft wird, ist schon kommunionfähig und wird auch kommuniziert. Und es ist nicht abhängig vom Erwerb der Vernunft, ob jemand kommunizieren kann. Es wäre ein Problem, dann dürfte auch Demente nicht mehr kommunizieren in Altersheimen, denn die wissen auch nicht mehr genau, was sie da tun, außer dass sie vielleicht noch kleine Gewohnheiten haben aus ihrer Kindheit. Und das andere ist, dass unsere Kommunionpraxis keine Oblaten kennt, sondern Brot, genau dasselbe Brot, auch was wir gerade in der Artoklasie hatten, dieses Brot, was auch hier auf den Tischen steht. Wir haben normales Brot, denn im Griechischen, die Griechen können sehr genau im Griechischen Neuen Testament unterscheiden und das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden, das heißt, das ist ja die erste Sprache, das Original. Und da sprechen die von Brot und nicht von ungesäuertem Brot, Asimon, sondern von Artos. Und Artos ist normales Brot vom Bäcker mit Hefe, mit Salz, aufgegangenes Brot. Und das kann geschnitten werden und das wird für die Eucharistie verwendet. Aber es ist eine sehr krümelige Angelegenheit und wir können das natürlich schlecht in der Kommunion verwenden. Da sind die Hostien praktischer, weil die eben nicht krümmeln. Aber wir haben die Praxis eben, dass wir dieses gebrochene Brot in den Kelch hineinlegen und dann mit dem Löffel verteilen können, die Kommunion mit dem Löffel ausgeben können und da ist dann Brot und Wein gemischt, gemeinsam auf einem Löffel und wir können dann alle Gläubigen kommunizieren.
dass wir, es müsste eigentlich auffällig sein, aber das ist nicht unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, darüber zu reden, aber es ist, müsste auffällig sein, dass es beim Brot nur heißt, nehmet und esset, das ist mein Leib. Okay, na gut, nehmet und esset. Nur beim Kelch heißt es ausgerechnet, trinket alle daraus. Das Wort alle steht nur beim Kelch. Und wenn dies alle reduziert wird, nur auf den Priester und kein anderer mehr da ist, wie es in der katholischen Kirche üblich ist, ist das eine Anfrage zumindest. Nicht meine Aufgabe, das zu beantworten, aber eine Anfrage. Wieso heißt es alle und keiner trinkt? Wenn es aber alle heißt. Und beim Brot heißen nicht mehr alle, sondern gerade beim Kelch heißt alle. Also es scheint Christus das sehr wichtig zu sein, dass alle aus dem Kelch trinken. Das andere ist ja auch noch die Kuriosität, dass im Westen ja Weißwein verwendet wird und das auch unhistorisch ist. Wenn es heißt, tut dies zu meinem Gedächtnis, sollten wir es auch wirklich so tun, wie Jesus das gemacht hat und wirklich dann zu seinem Gedächtnis das tun, was er getan hat. Wein. Auch wenn es weiße Trauben gab, aber es gab keinen Weißwein. Der war immer zumindest Rosé. Also Weiß gibt es erst in der modernen Zeit, der Weinkälterei. Also wenn Jesus Wein aus seiner Gegend genommen hat, war es Rotwein. Also auch das ist eine Sache, die man sich bedenken müsste. Ich weiß, die Katholiken, die haben natürlich dann eigene Gründe, weswegen sie Angst vor der Kelchkommunion haben, weil es in der Pestzeit natürlich die Vorstellung gab, man könnte vom Wein auch krank werden und die Pest sich übertragen. Dann wäre es besser, wenn man eben davon nicht trinkt und gemeinsam aus demselben Kelch trinkt. Aber da muss ich dagegen die Frage stellen, sind wir so kleingläubig? Wer glaubt denn, dass das Blut Christi uns krank macht? Also ich glaube, dass das Blut Christi mich gesund macht, mich heilt, mich heiligt, aber nicht krank macht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin jetzt Kleriker 18, 19 Jahre bin ich Kleriker. Und schon als Diakon, auch als Priester natürlich, muss ich am Ende der Liturgie den Kelch leer trinken, weil wir den Kelch natürlich nicht aufheben können. Wir können ja kein Wein oder weiches Brot in den Tabernakel stellen. Das geht nur mit Hostien. Wir konsumieren also immer alle Reste, und das tue ich normalerweise als Diakon und als Priester auch selber. Und dann hätte ich schon mal längst krank werden müssen von irgendwelchen Krankheiten, bin aber noch nie krank geworden. Aus der kleinen Fiole nebendran, bei der Wandlung, wenn die Wandlungsworte gesprochen worden sind, blitzschnell etwas Rotwein einkippten, um zu zeigen, der Weißwein ist rot geworden, der Weißwein wurde Blut Christi, Wunder, Wunder, welches große Wunder. Und um den Unfug abzustellen, wurde der Rotwein im Westen verboten. Also der Gebrauch des Weißweines hat überhaupt nichts mit Liturgie zu tun, überhaupt nichts mit Dogma, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen gegen Mirakel. Komisch, dass da kein Katholik weiß, dass keiner darüber nachdenkt, es wieder zu ändern. Denn sind wir heute immer noch so naiv, dass wir solche Wunder machen, solche Mirakel, nicht Wunder, Mirakel spielen? Das hat noch keiner aufgewacht. Er sagte, Leute, diese Entscheidung, Weißwein zu verwenden, ist rein historisch bedingt. Das war nur, um diesen Unfug zu beenden. Den Unfug gibt es heute nicht mehr. Keiner macht den Unfug. Also kann man wieder zu alten Orten zurückkehren. Dass da keiner auf die Idee kommt, wundert mich. Dasselbe natürlich auch mit dem, dass wir alle kein Griechisch können und sagen, Artus ist Brot und Brot ist nicht kein Esspapier. Entschuldigung, aber es ist wirklich so. Es ist kein Esspapier, sondern ist Brot. Schneidbares Hefebrot. Die griechische Sprache ist eindeutig. Wieso kehrt man nicht zurück? Wieso kehrt man nicht zur Kelchkommunion zurück? Das sind Fragen natürlich, die nicht mich betreffen. Ich kann dann nur aus Außenstehender darüber das beobachten, aber wenn ich schon gefragt worden bin, habe ich auch keine Hemmungen, da Stellung zu beziehen. Wobei man natürlich jetzt auch beim Weißwein ganz banal anmerken darf, dass wir in Westeuropa natürlich schlicht ein Weißweingebiet sind. Die Frage ist also, inwiefern zum Beispiel zu Bonifatius-Zeiten hier überhaupt Rotwein verfügbar war. Das sind Römern. Die Römer haben sogar in kleinen Ochsenfurt die Trauben. Rote. Na gut, okay, römischer Import zum Rotwein. Weitere Fragen hier aus der Runde? Sonst können wir auch mal in den Chat gucken. Ich habe gesehen, wir hatten zwischenzeitlich einen Aussetzer. Wir sind gerade gar nicht drauf, oder was?
Jep, sagt der eine, das finde ich gut. Ich höre gerade nichts. Aber ich hätte eine Frage. Ja, gerne. Du hast doch garantierte Bandbreite mitgebracht, oder? Ja. Wiederholen dann. Ja, also Jens stellt die Frage, Erzpriester Martinus ist verheiratet und hat 5 Kinder. Seine Position zum westlichen Zölibat, / dessen Abschaffung. Der Zölibat muss nicht abgeschafft werden. Aber es hat seit Anfang verheiratete und nicht verheiratete Kleriker gegeben. Wir haben schon die beiden Erstapostel, Petrus und Paulus. Der eine war verheiratet, sonst hätte Jesus ja kein Wunder, keine Heilung an seiner Schwiegermutter machen können, wenn er nicht verheiratet gewesen wäre. Und Paulus war nicht verheiratet, erwiesenermaßen und bekanntermaßen nicht. Und die beiden waren nicht in Konkurrenz gestanden. Und keiner hat dem anderen was geneidet. Ich war 5 Jahre lang in Frankfurt, 7 sogar, neben einem unverheirateten Mönchspriester. Und es waren eben zwei Pfarrer in der Gemeinde, ein Verheirateter, ein Nichtverheirateter. Und es gab keine Konkurrenz und keinen Neid und keine Eifersucht. Der eine lebte so, der andere lebte so. Diese Pluralität gab es immer und sollte es auch weiterhin geben. Und dass sich jemand für das monastische Leben entscheidet, eben unverheiratet zu sein, und das sind für mich eben Mönche, auch wenn sie in der Welt leben, das ist dann eine freie Entscheidung. Aber sie hängt nicht mit dem Amt zusammen, denn das unverheiratet sein, und hier sagt er, wer es fassen kann, soll fasse es, ist ein Charisma, eine besondere Berufung und ist nicht notwendig mit dem Dienst eines Priesters verknüpft. Denn das priesterliche Amt, deshalb heißt die Dinge auch Amt, ist ein Dienst, ein Amtsdienst für die Gemeinde, für die Kirche, und das ist unabhängig von dem persönlichen Lebenscharisma, eben mönchisch leben zu wollen. Und so war es in der Kirche immer gewesen. Die ersten Jahrhunderte waren erwiesenermaßen sogar Bischöfe verheiratet. Wir kennen auch den Synesius von Cyrene, von Zypern, der darauf bestanden hat, dass er, als er zum Bischof gewählt wurde von der Bevölkerung, dass er darauf bestanden hat, seine Frau mit ins Pfarrhaus zu nehmen, ins Bischofshaus zu nehmen und ein fortgesetztes eheliches Leben zu führen. Das war die Bedingung gewesen, noch im 8. Jahrhundert. Das ist ja historisch bekannt. Also, und es ist ja auffällig, dass im Westen zwar der Zölibat schon früh eingeschärft wird, aber dass er immer wieder eingeschärft wird. Da fragt man sich doch, wieso muss das dauernd wiederholt werden? Eine Sache, die klar ist, muss nicht in jedem Konzil und jeder Synode immer wieder neu betont und eingeschärft werden. Das wird einmal gesagt und dann gilt das für alle Zeiten. Wieso wird es immer dauernd wiederholt und immer wieder eingeschärft und immer wieder neu betont? Weil es nie eingehalten worden ist. Das kann man historisch sozusagen belegen. Viele sagen ja, der Zölibat ist so wichtig, weil er dauernd eingeschärft worden ist, weil das war denen so bedeutsam, dass er immer wieder wiederholt werden musste. Ich lese die Historie genau umgekehrt. Dass es so dauernd eingeschärft werden musste, ist der Beweis, dass nie eingehalten wurde. Und das muss uns auch zu denken geben. Aber vor allem ist das Amt des Priesters, Sakramente zu verwalten und Dienst in der Kirche zu tun, ist unabhängig von der persönlichen Lebensentscheidung und von dem Charisma, unverheiratet, also jungfräulich leben zu können, zu wollen und zu können. Und wenn das wieder auseinanderklamüsert würde und nicht im Zölibat zwangsläufig verknüpft würde, dann glaube ich, wären wir einen großen Schritt weiter. Mir hat mal ein Prälat, hier der von Würzburg war es, Prälat Geist, mal gesagt, ja, er weiß ja, dass der Zölibat ist kein göttliches Gesetz, aber wenn wir es aufheben würden, dann würden die Dämme brechen, dann würden alle heiraten. Wir haben in der griechisch-orthodoxen Kirche bis heute ungefähr ein Drittel unverheiratete Priester. In Deutschland sind ein Viertel der Priester, die wir in Deutschland haben, sind unverheiratet. Heute. Also da gab es keinen Dammbruch und sind alle weggelaufen von dem Zölibat und vom Mönchtum. Umgekehrt müssen wir sehen, dass der Zölibat ja eine viel schwierigere Bürde ist als das Mönchtum. Denn der Mönch lebt in einer Gemeinschaft, er lebt in einer Bruderschaft, in einer Schwesternschaft, lebt in Gemeinschaft.
der unverheiratete Priester lebt mitten in der Welt, wie ich auch mit meiner Familie, mitten in der Welt, aber wie ein Mönch, aber ohne Gemeinschaft. Das ist viel, viel schwieriger. Natürlich, wenn man die augustinischen Ideale hätte, dann ging das vielleicht wieder. Da würde das Zölibat aufgefangen, dass die Priester, die, auch die diensttuenden Weltpriester in Gemeinschaften leben und sich in Gemeinschaften zusammenfinden, wie Augustin das sich vorstellte. Das wäre eine Möglichkeit, den Zölibat zu leben. Aber alle anderen Formen halte ich für problematisch, weil das Charisma der Jungfräulichkeit ein ganz eigenes, eine eigene Berufung ist, die nichts mit dem liturgischen Amt des diensttuenden Klerikers und Priesters zu tun hat. Es mehren sich jetzt schon im Chat die Fragen, deswegen müsste man pro Frage ein bisschen straffen, sonst sitzen wir heute Nacht tatsächlich noch da. Das ist meine Schwäche, dass ich zu ausführlich werde. Ich würde gerne eine praktische Frage anschließen, denn ein häufiger Einwand für den Zölibat ist, dass das Priesteramt mit einer Familie unvereinbar sei. Jetzt kann man nur wirklich annehmen, dass du in diesem Fall Experte für beides bist. Wie ist Priesteramt und Familienleben unter einen Hut zu kriegen, ohne dass einer zu kurz kommt? Oder nehmen wir mal einen Dilemmafall. Was ist, wenn dein Kind krank ist und du gleichzeitig zu einer Krankensalbung gerufen wirst? Jeder Chirurg, jeder Arzt in der Unfallklinik hat dieselben Probleme. Und jeder Straßenbahnfahrer auch, der zu einer bestimmten Zeit antanzen muss und fahren muss. Ich meine, diese Probleme von Vereinbarkeit, von Arbeit und Privatleben, Familie, diese Probleme hat jeder. Da soll der Priester nicht ausnehmen und sagen, auch ein zölibatärer Priester ist... kann irgendwo gebunden sein, hat einen Gottesdienst, kann nicht gleichzeitig ins Krankenhaus rasen oder steht auf dem Friedhof und kann nicht gleichzeitig jemand im Krankenhaus besuchen. Also diese Probleme hat jeder und die Vereinbarkeit von dem einen und dem anderen muss jeder auf seine Weise lösen. Ne? Es gibt ja Priester, die auch einen freien Tag haben, unverheiratete Priester. Wieso? Könnten ja auch sagen, wir haben die 24 Stunden, haben die Dienst. Kein zölibatärer Priester hat 24 Stunden Dienst. Und der Verheiratete hat auch seine Familie. Ist natürlich eine Schwierigkeit für die Familie, dass sie, die Frau auch und die Kinder, den Priester, vor allem an den Wochenenden, wo normale arbeitnehmende Väter zu Hause sind, entbehren müssen. Also gerade am Wochenende, wenn die Kinder keine Schule haben, dann fehle ich, dann bin ich unterwegs. Und bei mir hat das Pech, dass ich halt nicht eben neben meiner Dorfkirche wohne, wie in Griechenland, sondern eben eine große Gemeinde habe. Aber das ist ja ein ungesunder Zustand, diese Diaspora-Situation. Insofern, das darf man nicht auch typisch für einen Priester nehmen. Da muss man schon eher die Situation eines Dorfes in Griechenland nehmen. 400 Einwohner, ein Priester, der neben der Kirche wohnt. Die Priesterfrau arbeitet im Dorf mit in der Gemeinde. Und da gibt es diese Spannungen ja nicht. Die Spannungen sind ja modern in der modernen Gesellschaft und in der Diaspora-Situation. Das sind Sondersituationen. Das ist nicht das normale Priesterleben. Es wäre schön, wenn wir in Deutschland auch wie in normalen Situationen zukämen, aber die griechische Kirche ist eine neue Kirche. Wir sind 50 Jahre in Deutschland. Ne? Hm. Tja, jetzt hatte ich meinen Anschluss. Ach ja, genau. Hättest du gegen den Willen deiner Frau Priester werden können? Nein, nicht einmal Diakon. Die Frau muss schriftlich die Einverständnis geben und unterschreiben, dass sie einverstanden ist, Priesterfrau zu sein. Denn es ist ja nicht so, dass sie ihren Mann nur entbehren muss, sondern... so eine Priesterfamilie steht auch im Fokus. Die Menschen sehen sie ja. Was nützt das, was kann der Pfarrer an der Kanzel predigen über Familien- und Kindererziehung, wenn es in seinem Haus drunter und drüber geht? Das heißt, die Familie ist schon auch so ein bisschen vorbildlich für die Gemeinde. Die Familie steht im Fokus der Gemeinde, die Gemeinde beobachtet die Familie und das ist auch eine Last für eine Frau und es gibt auch Frauen, die das dann verweigern, wo die Männer gerne Priester würden, aber die Frau sagt, das mache ich nicht mit, ich lasse mich nicht da ins Schlafzimmer schauen, ich lasse mich nicht von der Gemeinde da beobachten, ich will privat, ich will im Mini laufen, ich will ins Schwimmbad, ins Kino gehen, ich will machen, was ich will. Es ist ein Opfer, was auch ein Vorgeben muss. Und die Kinder hier auch im gewissen Sinne, denn die Pfarrerskinder, die müssen ja besonders fromm sein. Und dann haben die Kinder auch nicht mal Lust, mit 14 Jahren in die Kirche zu gehen. Ja, und es ist schon nicht so leicht. Mhm. Kurze Frage, wie reinigt ihr Orthodoxen den Kelch? Wir trinken ihn aus, spülen nochmal mit Wein nach, mit heißem Wasser, was wir noch wir füllen ja vor der Kommunion grundsätzlich immer noch heißes Wasser in den Kelch hinein, sodass der Wein, das Blut Christi, was wir in der Kommunion spenden,
warm ist und sagen dazu Glut des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der Leib Christi und den Wein zu Blut Christi macht. Nicht der Priester und auch nicht die magischen Worte, sondern der Heilige Geist kommt herab und heiligt die Gaben und verwandelt sie. Das symbolisieren wir durch heiße Wasser. Und mit dem Rest des heißen Wassers spülen wir den Kelch aus und trinken alles und putzen ihn mit dem Tuch aus. Trocken. Mhm. Eine weitere Frage. Die orthodoxen Gottesdienste sind ja sehr lang im Vergleich zu den katholischen Messen. Warum ist der Fokus anscheinend so auf Lobpreis und nicht auf gelebten Christentum? Ich schätze mal, damit ist Nächstenliebe oder die tätige Nächstenliebe, die Caritas, gemeint. Ja, die Caritas haben auch die Griechen erfunden. Das erste Caritas-Dorf hat der heilige Vassilios in Kappadokien im 4. Jahrhundert gegründet. Ein vollständiges Caritas-Dorf mit Altersheim, mit Krankenhaus, mit Waisenhaus, mit Kinderheim, mit allem drum und dran. Also die Vassilisa, die Stadt des heiligen Vassilios, ist ja historisch bekannt. Die slawischen Völker Russlands, Serbien und Rumänien waren 70 Jahre unter Kommunismus. Da konnten die keine Caritas machen. Da konnten die nur auf den Gottesdienst reduzieren. Die griechische Kirche war 500 Jahre unter türkischem Joch und konnte da auch keine Caritas machen. Es ist historisch bedingt. Und wir müssen zurückkommen, dass wir auch eine Kirche der Tätigkeit sind und sind wir auch. Wir gehen in die Gefängnisse, wir haben Altersheim, wir haben Waisenhäuser. Jetzt nicht in Deutschland. In Deutschland sind wir gerade 50 Jahre hier. Wir sind gerade frisch angekommen. Ihr seid 2000 Jahre hier. Wir sind frisch angekommen hier und müssen uns hier orientieren. Und die Griechen kamen mit zwei Koffern als Gastarbeiter mit nichts in der Hand. Zwei Koffer kamen die am Bahnhof an und bekamen dann eine Banane. Es dauert ein bisschen. Aber die Arbeit, die pastorale, nicht-liturgische Arbeit, ist genauso wichtig für uns wie für euch und muss auch von uns praktiziert werden. Aber der Gottesdienst soll auch nicht zu kurz kommen, der Lobpreis Gottes, denn eigentlich müssen wir ein Siebtel der Woche ja Gott geben, denn der siebte Tag der Ruhe ist ja nicht zum Chillen, sondern eigentlich für den Gottesdienst gedacht gewesen, ursprünglich mal. Und wenn wir da nicht zwei Stunden in der Woche Zeit für Gott haben, für den Gottesdienst, dann sind wir schon ein bisschen sehr geizig. Unsere angeblich langen Gottesdienste sind ja gar nicht so lange. Es sind ja immer mehrere Gottesdienste, die wir halten. Wir feiern jeden Sonntag einen Ortrus, also die Laudes, einen Morgengottesdienst und dann die Liturgie. Also die eucharistische Liturgie, was ihr Messe nennt, dauert bei uns am Sonntag, was lange dauert, keine zwei Stunden. Ein, dreiviertel Stunden vielleicht. Das ist die Messe. Natürlich immer doppelt so lang wie bei euch, aber auch nicht unendlich lang. Es ist schon überschaubar. Dass wir zwei Gottesdienste machen, dass wir vorher noch die Laudes halten, das ist ja unsere eigene Sache. Und da muss auch nicht jeder kommen. Die Leute kommen in die Kirche, wie sie möchten. Manche haben wirklich drei Stunden Zeit für den Gottesdienst, manche nur zwei, manche auch nur eine halbe Stunde. Und die Mütter mit den kleinen Kindern, die kommen eben nur die letzten Viertelstunde, damit die Kinder kommunizieren können und sind am Schluss eben da. Jeder nimmt teil an dem Gottesdienst, so viel er kann. Und auch wir selbst, wir Menschen, auch wenn wir drei Stunden Gottesdienst machen, wir nehmen ja auch nur einen Bruchteil teil am Lobpreis der Engel. Denn die machen das 24 Stunden und die ganze Ewigkeit lang. Und wir treten ein in den Strom des Lobpreises Gottes durch die Engel und die Heiligen und machen ein bisschen daran mit. Und seien wir nicht so geizig, also eine Stunde, anderthalb Stunden müsste schon drin sein, pro Woche. Mhm. Fragen hier aus der Runde, ja, Valentin? Valentin fragt nach den Glöckchen am Weihrauchfass. Ja, also ein ganz frommer orthodoxer Theologe würde sagen, das sind die Glut, das ist die Gottesmutter, die eben wie im Dornbusch das Wort Gottes offenbart, aber selbst sich verbrennt. Und darum sind die 12 Apostel, deswegen sind die 12 Glöckchen, die dann läuten. Aber das ist eine sehr willkürliche und sekundäre Symbolik. Im Grunde genommen ist einfach die Verschönerung, man sieht das Weihrauchfass, man riecht das Weihrauchfass, aber man hört es auch, man sieht es eben, man hört, wenn der Priester vorbeikommt, an sich ist das nur ein Schmuck. Weitere Fragen hier aus der Runde? Ja. Und zwar hätte ich mir gerne gewusst, Sie haben ein ganz großes Pfarrgebiet, so größer als Unterfranken, wie stelle ich mir die Seelsorge da praktisch vor? Geht das so in unserem katholischen oder evangelischen Stil oder ist das Ja, so ein Moment, die Frage wiederholen. Also es geht darum, wie Seelsorge praktisch in einem Pfarrgebiet ausschaut, das größer ist als das Bistum Würzburg, größer ist als Unterfranken,
mit 8 Kirchorten, habe ich es richtig im Kopf? Ja. Mit 8 Kirchorten, die also liturgisch bespielt werden, ja, wie das in der Praxis aussieht. Ja gut, das ist halt Diaspora, wie ich es schon sagte, Gastarbeiterzeit noch. Die Menschen kamen zum Arbeiten und haben einen Priester, der ab und zu vorbeiflitzt und vorbeiguckt, um ein paar Gottesdienste zu halten. Das ist noch keine eigentlich richtig gewachsene Pfarrei. Letzten Sonntag war der Bischof da. Wir haben dem Bischof ernsthaft ins Gewissen geredet, die Gemeinde zu teilen und vielleicht auch einen zweiten Priester zu schicken. Denn das ist nicht machbar. Ganz konkret, man kann es schafft keiner. Es ist nicht machbar an 8 Orten. Ich habe 4 eigene Kirchengebäude mit allen Ausgaben, mit den Renovierungen und so weiter. Das ist alles nicht machbar. Und ich nehme allein an, kein Pfarrbüro? Ich habe keine Sekretärin. Ich mache die Abrechnung jeden Monat selber. Ich schleppe sogar die Münzen alleine zur Bank und muss aber in die Gefängnisse, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, auch Religionsunterricht ab und zu, also überall hin. Heute habe ich 3 Häuser besucht. Da war der Tag schon wieder rum. Und ich komme nicht rum. Aber ich tue, was ich kann und so viel ich kann. Und Gott wird es richten oder der Bischof wird es richten. Irgendwann wird die Gemeinde auch sich anders strukturieren. Und wir haben ja auch schon in Deutschland klar umgrenzte lokale Gemeinden. Also schon mal die Stadt Nürnberg ist eine Gemeinde. Das ist klar, da sind ja 14.000 auf einem Fleck, ne, mit einem Priester. Und da ist natürlich dann ein Gemeindezentrum dabei und eine schöne Kirche und Leute, die dann auch mitarbeiten. Wir stehen am Anfang. Hast du in deiner Gemeinde irgendwie, weil jetzt der Pfarrer genau danach gefragt hat, strukturell irgendwelche pastoralen Mitarbeiter, einen Diakon oder Laienseelsorger oder einfach Leute, die vor Ort irgendwas, zumindest ein Küster oder? Ich habe natürlich ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich teilweise sehr opfern und die an jedem Ort dann eben die Kirche schon herrichten. Ich meine, ich brauche ja auch einen, der mir regelmäßig einen Rasen mäht. Wenn die Kirche auf einer Wiese steht, muss ja auch der Rasen gemäht werden. Da gibt es aber einen Rentner, der dann wirklich immer wieder guckt, wann es nötig ist und dann einen Schlüssel hat und dann den Rasen mäht. Der macht nichts anderes als nur den Rasen mähen. Der hilft nicht bei anderen Arbeiten, der macht, das ist seine Diakonie. Auch schön. Und so habe ich Leute natürlich, die auch mitarbeiten. Die muss ich alles selber machen. Und meine Aufgabe ist natürlich noch mehr Leute zu motivieren und anzusprechen und zur Mitarbeit zu bewegen. Aber es gibt Leute, die auch wirklich sehr gerne sich opfern, auch wirklich auch aufopfern, unentgeltlich, um die Kirchen herzurichten, zu putzen. Gestern am freien Tag haben den Künzelsauer per WhatsApp ein paar Leute zusammengetan und dann den Tag gestern genutzt, um die Kirche mal gründlich wieder zu reinigen. Solche Leute gibt es natürlich, klar. Und heute ist es auch leichter. Wir haben Facebook- und WhatsApp-Gruppen und da kann man die Leute auch zusammentrommeln. Das ist schon möglich. Ihr habt kein eigenes kirchliches Datenschutzrecht. Ne? Das macht es natürlich für WhatsApp leichter. Ja, irgendwie müssen wir was unterschreiben. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Frage hier noch aus der Runde. Ansonsten würde ich aus dem Chat ein völlig anderes Themengebiet aufgreifen. Deswegen, ja, Simon? Die Frage ist nach Kirchenschließungen in Griechenland strukturell. Du beziehst dich auch auf ein rückläufiges Christentum, nehme ich jetzt mal an. In Griechenland noch dazu kommend natürlich durch die Finanzkrise vielleicht nochmal auch vielleicht interessant, was da von deiner Seite aus erster Hand sozusagen zu berichten ist. Ja, in Griechenland ist die Situation finanziell ganz eine ganz andere. Während wir hier in Deutschland von den Spenden der Gläubigen leben, also von dem, was sie in die Kerzenkasse werfen und in die Kollekte, davon lebt die Gemeinde, haben wir in Griechenland die Priester als Staatsangestellte. Der griechische Staat hat 1921, 1923, als die vielen kleinasiatischen Umsiedlungen stattgefunden haben, als die Griechen aus Kleinasien nach Griechenland umgesiedelt wurden oder vertrieben wurden, wenn man es die Wahrheit sagt, und umgekehrt die Türken aus Nordgriechenland in die Türkei zurückzogen. Da mussten die angesiedelt werden, irgendwo mussten Äcker bekommen, Häuser bauen können. Und da hat der griechische Staat damals, das Königtum Griechenland, die Kirche enteignet und die kirchlichen Grundstücke weggenommen, um darauf die Flüchtlinge anzusiedeln. Die Pfarreien haben aber von den Grundstücken gelebt, denn weil die in den normalen kleinen Dörfern hat der Pfarrer eben Ackerbau betrieben und am Sonntag, Samstag und Sonntag Kirche gemacht und hat aber von den Äckern gelebt oder in den größeren Gemeinden wurden die Äcker verpachtet oder die Wälder, was sie halt hatten an Immobilien
um da von dem Geld eben die Gemeinde zu finanzieren. Als diese Grundstücke weggenommen worden sind, um die Aussiedler, die Vertriebenen anzusiedeln, hat der griechische Staat Kompensationszahlungen geleistet, indem er sagte, wir als Staat übernehmen stattdessen jetzt die Gehälter der Pfarrer. Das kommt uns irgendwie sehr bekannt vor, also irgendwie von Napoleon. Aber jetzt haben wir das Problem durch die Troika, durch die Auflage des IWF und des Europäischen Finanzzentralbank, die Auflagen, dass die Staatsbesoldeten in Griechenland massiv abgebaut werden müssen. Und das betrifft auch die Kirchenangestellten, also die Kirchen, die Priester. Und es war so, dass 10 gehen mussten, dass einer ersetzt werden konnte. Und mittlerweile ist es sogar so, dass in jeder Diözese nur jedes Jahr eine einzige Pfarrstelle neu besetzt werden kann. Also mögen 15 in Ruhestand gehen, 7 sterben, ein einziger Pfarrer kann neu besetzt werden. Das wird also in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, es wird noch gepuffert durch die Rentner, die noch weiter Seelsorge betreiben, aber irgendwann wird es ein große Lücken in der Priesterschaft geben und da werden viele Dörfer zusammengefasst werden, die bisher alle noch einen eigenen Pfarrer hatten oder sogar 2 Priester hatten, dass dann 4, 5 Dörfer von einem Priester versorgt werden müssen. Aber Kirchenschließungen haben wir nicht. Der Kirchenbesuch ist auch nicht zurückgegangen in Griechenland, nimmt sogar eher zu. Und Griechenland ist übersät mit Kirchen und vor allem auch mit kleinen Klöstern, die überall in den Wäldern und auf den Bergen und in den Tälern auch sind. Klöster, das können 2- und 3- Mann- oder Frau-Klöster sein. Und gerade diese Klöster tragen auch sehr dazu bei, zur spirituellen Stärkung der Gläubigen, zur Pastoral, zur Katechese der Gläubigen. Und insofern haben wir keine Erosion in der Kirche. Natürlich, der Kirchenbesuch ist nicht brillant, aber ist auch keine Erosion festzustellen. Und auch Priesteramtskandidaten gibt es genug. Wir haben eher das Problem jetzt mit der Anstellung. Und die Kirche fängt schon langsam an, jetzt andere Modelle der Finanzierung der Priester sich zu überlegen. Es gibt mittlerweile Priester, die unbesoldet sind, die also einen Zivilberuf haben und dann von einem Zivilberuf leben und dann nebenbei eine Pfarrei betreuen. Verschiedene Modelle, aber es gibt eigentlich keinen Priestermangel. Zwei Fragen, die da vielleicht dranhängen. Erstens, du hast von Orden geredet, oder von nicht von Orden, sondern von Klöstern. Gibt es Ordensgemeinschaften, wie bei uns meinen wegen Benediktiner, Franziskaner und Co.? Und zum anderen die Fragen, welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um orthodoxer Priester zu werden? Orthodoxer Priester zu sein, ist die Entscheidung eines Bischofs, der jemanden geeignet hält, dieses Amt würdig auszuüben. Und dazu zählt natürlich vor allem auch das spirituelle Leben, die Frömmigkeit, auch die Kenntnisse des Gottesdienstes, ein bisschen auch des Gesanges und auch entsprechend gediegene theologische Bildung. Es ist kein staatliches Diplom erforderlich. In Griechenland ist es so, dass die Besoldungen nach der wissenschaftlichen Qualifikation abhängen. Es gibt verschiedene Stufen von Besoldung. Es gibt den einfachsten Priester, der eben nur eine Priesterschule gemacht hat, um zelebrieren zu können. Der kriegt das geringste Gehalt. Und dann gibt es promovierte Theologen, die das höchste Gehalt bekommen. Dazwischen gibt es eben so Katechetenschulen, Priesterschulen, Universitätsstudium, Religionspädagogikstudium oder eben Promotion auch. Und hier in Deutschland ist es so, da haben wir, ist auch wieder abhängig vom Bischof, wen er würdig hält, Priester zu werden. Wir haben einen Bäcker, der Priester ist, wir haben einen Fließbandarbeiter bei Mercedes, wir haben promovierte Theologen aus Griechenland, die Priester sind. Wir haben verschiedene Qualifikationen. Aber das Wichtigste ist eben, dass sie das Priestertum würdig ausüben, denn das tun sie ja ihr Leben lang. Eine Priesterweihe wird ja nicht zurückgenommen oder ist ja nicht auf Zeit, sondern sein Leben lang. Und der Bischof muss auch erwarten, dass dieser Kandidat oder der Geweihte dann auch sein Leben entsprechend umstellt, dass er wirklich als Priester auch lebt. Es dauert auch eine gewisse Zeit, sich daran zu gewöhnen, priesterlich auch zu leben, selbst persönlich zu leben. Und aber die Priesterweihe ist ein so, jedenfalls nach meiner Erfahrung, ein so umwälzendes, umkrempelndes Erlebnis, so ähnlich wie bei dem Propheten Samuel und bei anderen, die zum Prophetenamt berufen wurden, dass ihr Leben sich komplett ändert. Und dass auch mein Leben sich da komplett geändert hat in der Priesterweihe, das führe ich auf die Gnade oder die Priesterweihe zurück, die wirklich ein Eingreifen, das ist nicht einfach eine Beauftragung oder eine,
eine Beauftragung, sondern ist wirklich ein, das ändert das Leben und ändert die gesamte Existenz eines Menschen. So nach meiner Erfahrung. Klöster? Klöster, wir haben keine Orden, sondern Frauen oder Männer entschließen sich für ein monastisches Leben. Normalerweise schließen sich irgendeinem erfahrenen Mönch oder einer erfahrenen Nonne an, um dann von ihr und ihm zu lernen und bei ihr oder ihm zu leben und eine kleine Schwesternschaft oder Bruderschaft zu haben. Das können dann die zwei nur sein, es können 10 sein, es können 100 sein. Und das führt sogar so weit, dass man nicht einmal an den Ort gebunden ist und auch keine Stabilitas Lotzi hat, also dass man in ein Kloster eintritt und sein Leben lang in dem einen Kloster bleibt. Nein, man entscheidet sich für eine Person, man schließt sich einer Person an, eben einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter, um von ihr und ihm zu lernen und mit ihm oder ihr das Leben zu verbringen. Und wenn der Abt oder die Äbtissin stirbt, ist jeder Mönch frei, den Nachfolger anzunehmen und mit ihm weiter sein Leben zu führen oder wegzugehen, woanders hinzugehen, um einen anderen zu suchen oder zu finden, bei dem man das Leben fortsetzen kann. Also die Beziehung eines Mönchs, einer Nonne sind persönlicher Art. Man schließt sich einer Person an und nicht einem Orden oder Statuten oder einem Kloster, sondern eben einem geistigen Führer, der einen dahin führen kann, sein Heil zu erreichen. Kurze Frage, gibt es in den orthodoxen Gottesdiensten Orgelmusik oder sowas wie bei den Katholiken das Gotteslob? Also ein Gotteslob haben wir nicht oder leider nicht, aber unsere Bibliothek ist sehr groß. Wir müssen also da so einen ganzen Meter in die Kirche schleppen, weil die Gottesdienste haben ein festes Raster, aber es gibt für jeden Tag andere Hymnen, die mit dem Tag verbunden sind. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ach ja, heute singen wir mal die Strophen, die zwei Strophen, das Lied passt ganz gut zum Tag oder zur Jahreszeit, sondern es ist genau festgelegt, heute ist der Heilige so und so und dann werden die Hymnen dieses Heiligen gesungen und das ist einfach vorgegeben und nicht der Beliebigkeit eines Liturgiekreises oder Liturgieausschusses oder ein vorbereitetes Gremiums überlassen. Es gibt so eine Art von Zusammenfassungen von Hymnen und Liedern, dass die Gläubigen das mitverfolgen können in Gottesdiensten und das Gros des Jahres, so die Haupttexte mitverfolgen können. Aber wenn sie in der Kirche sind, die halb dunkel ist, die kleine Fenster hat, die komplett ausgemalt ist, also keine weißen Farben hat, die noch strahlen würden, sondern die Kirche ist relativ dunkel durch die Malereien und dann nur ein paar Kerzen haben und dann die Gottesdienste morgens und abends stattfinden, noch in der halben Dunkelheit, dann ist mit dem Gotteslob ohnehin schwierig, das zu verwenden. Und ich glaube, es ist auch sinnvoller zu schauen und zu hören und zu riechen und auch herumzulaufen, sich zu bewegen, als in einem Buch seinen eigenen Privatgottesdienst zu halten. Deswegen, also wir haben keine Gotteslöber, aber wir haben auch keine Musik. Unser Gesang ist wortlastig oder Doxologie. Wir preisen Gott mit Worten, nicht mit Tönen. Die Musik ist nur die Begleitung der Worte. Das Wort, der Hymnus, die Strophe, der Text hat Vorrang und die Musik ist nur der Träger dieser Hymnen, dieser Strophen, dieser poetischen Dichtungen. Und deswegen steht die Musik an zweiter Stelle und dass Musik alleine steht, dass nur Musik gemacht wird, wie eine Orgel oder Gitarre oder sonst was, ohne dass einer singt, wäre uns unvorstellbar. Denn mit menschlichen Stimmen, mit unseren Worten loben wir Gott und der sogar selber als Wort sich offenbart hat und das Wort wurde Fleisch, nicht die Musik, nicht der Ton. Wie sich das dann liturgisch vorzustellen, also der Organist setzt bei uns natürlich mit Interludien und Co. immer dann ein, wenn der Priester am Altar noch nicht fertig ist, um das irgendwie zu überbrücken. Ist dann einfach Stille oder singt der Kantor dann 37 Mal das Gleiche oder? Jeder Gottesdienst ist dialogisch. Geht sogar so weit, dass ein Priester nicht alleine zelebrieren kann. Wenn kein Volk da ist, dann sei das Volk nur eine Person, aber wenn kein Volk da ist, darf er nicht zelebrieren, das ist verboten. Ein Priester darf nicht alleine zelebrieren. Also es ist immer dialogisch, es braucht immer einen, der antwortet. Und das macht eben das Volk. Leider bei uns eben meist nur der Chor und das Volk schweigt, obwohl das Volk auch mitsingen könnte oder mitsingen sollte. Und deswegen ist das Ganze dialogisch. Der Priester sagt was und der Chor antwortet oder der Chor hat Hymnen und dann der Priester schließt eine Reihe ab.
das Ganze ist dialogisch. Es gibt auch etwas Synchrones, dass der Priester während der Chor einen Psalm liest oder etwas singt, auch schon seine eigenen Gebete liest, das gibt es auch. Aber das ist auch eine spätere Form. Historisch eigentlich gab es sowas nicht, Synchrones. Historisch war alles dialogisch abwechselnd, der eine und dann der andere. Mhm. Dass etwas sich überlappt, haben wir zwar heute, aber ist es marginal und ist vor allem auch nicht mal liturgisch-historisch. Mhm. Und echt. Eigentlich ist es nicht echt. Wo wir jetzt beim Thema historisch wären, also die Orthodoxie lebt von Tradition und dem Überlieferten. Hier kam eine Frage im Chat, wie du zur überlieferten Form des römischen Ritus stehst, beziehungsweise zum katholischen Traditionalismus und ob diese Form den Orthodoxen dann letztendlich nicht sogar näher wäre. Ah, die Frage gefällt mir. Denn wenn manche Leute glauben, also Traditionalisten, Lefebvrianer, wären ja viel näher zur Orthodoxie als die aufgeklärte römisch-katholische Kirche, dann täuschen sie sich. Leute, die glauben, dass man Liturgie einfrieren kann, denken zwar historisch, aber nicht traditionell. Denn Tradition ist etwas, was lebt. Wir empfangen und geben weiter. Das ist ein Prozess. Und wir empfangen und geben weiter, natürlich treu und möglichst treu. Aber es ändert sich. Jede Zeit prägt auch die Tradition. Jede Zeit nimmt etwas, betont etwas mehr, lässt etwas anderes wieder weg, was vielleicht auch in einem Jahrhundert aufgewuchert ist und kürzt es wieder, streitet es wieder, betont andere Dinge. Und wir haben im 19. Jahrhundert sicherlich die Betonung gehabt, alles möglichst fromm zu machen, möglichst still und schweigend und flüsternd. Und mittlerweile haben wir die Tendenz, lieber weniger zu machen, aber das laut und vernehmlich. Aber wir haben auch ein Mikrofon vor der Nase, was man früher nicht hatte. Also auch der Priester in der Kölner Dom hätte schreien können, wie er wollte, hätte eh keiner gehört. Aber heute haben wir ein Mikrofon vor der Nase und können in den größten Raum immer noch verständlich reden. Das ist eine andere Situation. Und das prägt unsere Tradition. Unser, wie wir die Tradition heute leben und wie sie weitergeben in der nächsten Generation. Die nächste Generation macht es wieder ein bisschen anders. Tradition ist was Lebendiges. Und wenn wir Liturgiegeschichte sehen oder überhaupt Geschichte sehen, hat sich immer ein bisschen geändert. Der Geschmack hat sich geändert, die Malerei hat sich geändert, die Musikgeschmack hat sich geändert. Es ändert sich immer ein bisschen und es bleibt nie gleich. Tradition heißt zwar treu den Vätern und treu weitergeben, aber nicht steril. Und wenn jemand glaubt, dass man 1560 als Stichpunkt nimmt, oder Tridentinum oder irgendwas, und das muss so bleiben, darf nie mehr verändert werden, muss genauso gemacht werden, und ad ultimo, da hat man kein Verständnis für Tradition. Tradition ist lebendig. Und genauso müsste es möglich sein, auch den reformierten lateinischen Ritus auf Lateinisch zu zelebrieren und nicht nur den alten Ritus. Das hat ja mit Tradition nichts zu tun. Alles muss möglich sein. Und dann wird sich auch zeigen, was sich durchsetzt. Vielleicht war es ein Fehler gewesen von den Katholiken, dass sie einen Ritus abgeschafft haben und beendet haben, Buch zugeklappt haben und neuen gemacht haben. Das sollte man eigentlich nicht tun. Denn Tradition ist auch Vertrauen in das Gottesvolk, dass sich das Bessere durchsetzt. Wir reformieren auch unsere Bücher, nicht so groß, aber in kleinerer Weise. Und dann gibt es neue Auflagen. Und dann kann es sein, dass irgendein Pfarrer sagt, ich bin mit der alten Auflage aufgewachsen, ich benutze immer noch die alten, nicht Ritus, aber die alte Auflage und diese neuen Sachen, die will ich nicht. Und der andere sagt, ich nehme die neuen und meine Gemeinde will das auch so. Und dann wird sich zeigen, was sich in 50 Jahren sich durchsetzt. Es muss sich über Nacht einen Stichtag geben, das alte ist ab heute ungültig, das neue muss gültig sein. Das ist eigentlich ein falsches Denken, so ein juristisches Denken, aber das versteht nicht das Empfinden eines Gottesvolkes, wo sich die Prozesse auch vielleicht sogar selbstständig weiterentwickeln. Man muss ja den Mut haben, den Prozess laufen zu lassen und zu schauen, was sie durchsetzt und nicht alles von oben reglementieren. Also so verstehe ich Tradition und deswegen habe ich meine Schwierigkeit, wenn jemand sagt, also es ist ein Stichtag, alter Ritus von mir ist, es muss so weiter sein, es darf nichts geändert werden. Man darf niemals das letzte Evangelium wegstreichen, obwohl jeder weiß, dass das Johannes-Evangelium im trinitischen Ritus nicht alt ist. Aber man darf sie wegstreichen, weil es jetzt im Ritus zum Paket gehört. Das Paket bleibt so und darf nie aufgeschnürt werden. Das halte ich für ein untraditionelles Denken. Und dann das andere ist, dass Leute glauben, dass Tridentiner uns näher werden. Tridentiner sind so Scholastiker, dass sie uns überhaupt nicht verstehen. Die Theologie des Zweiten Vatikanums mit der Betonung des Volkes, mit der
Aktivität und der Zurückgewinnung auch des Volkes als Mitakteur der Liturgie ist patristisch. Die Väter, die wiederentdeckt worden sind, die im Zweiten Vatikanum sich auch niedergeschlagen haben, ist uns Orthodoxen viel näher als so eine Kalkleistenmentalität, die irgendwas steril einfriert und damit auch nicht dialogfähig ist. Und die auch übersieht, dass auch die römisch-katholische Kirche in der Weiterentwicklung Dinge aus der frühen Zeit wiederentdeckt hat. Und das ist auch ein Gewinn. Und da, wenn man aus der frühen Zeit es wiederentdeckt, kommt man doch uns Orthodoxe viel näher. Also wenn man sagt, naja, die Zeit Luthers und der Gegenreformation und des Tridentinum, das ist das, die Hochzeit der Kirche, das ist die Heilige Kirche und nur so geht es. Dann muss ich sagen, ja gut, also mit der haben wir, das ist ja schon nach unserer Trennung gewesen, mit der scholastischen Kirche und gerade der Trinitinischen Kirche haben wir als Orthodox am wenigsten zu tun. Fragen aus dem Publikum hier aktuell? Ja. Das ist vielleicht schon ein bisschen wieder zurück zum alten Thema, aber gibt es in der orthodoxen Kirche vor der Priesterweihe noch eine Diakonweihe? Ja. Also die Frage war, ob es vor der Priesterweihe noch eine Diakonweihe gibt. Die Antwort ist ja. Ja, und das kann ein Tag sein. Ich war 4 Jahre Diakon. Ich bin da sehr dankbar dafür. Ich war noch 10 Jahre Diakon gewesen. Mich hat es nicht zum Priestertum gedrängt. Das ist für mich eine wichtige Zeit gewesen, in den liturgischen Dienst hineinzuwachsen. Und es kann keiner vom Laienstand in Priesterstand direkt geweiht werden. Er muss vorher Diakon werden. Und bei uns auch so, wir haben keine Massenweihen, jeder wird einzeln geweiht in einer Liturgiefeier vom Bischof. Es kann in einer Liturgie einer zum Diakon und ein Diakon zum Priester geweiht werden, das geht in derselben Liturgie. Aber es könnten niemals 2 Diakonen in derselben Liturgie geweiht werden oder 2 Priester in einer derselben Liturgie, das machen wir nicht. Theoretisch ging es, aber in der Praxis, jedenfalls die griechische Kirche, kennt keine Mehrfachweihen, sondern jeweils nur eine einzelne Weihe. Auf Instagram hat jemand Bilder aus unserem Abendgottesdienst gesehen und gefragt, stecken die Kerzen in einem Brot? Ja. Vielleicht noch kurz zur Artoklasia, was wir da überhaupt gemacht haben. Artoklasia heißt Brotbrechung. Artos ist das Brot, und zwar nicht das ungesäuerte, sondern das gesäuerte Brot. Und Klassia ist das Brechen. Und das ist keine Anspielung an die Eucharistie, vielleicht mit vielen Brücken auch noch, aber es ist eine direkte Anspielung an das Wunder Christi der Brotvermehrung, als er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer und auch die Frauen dazu und die Kinder gesättigt hat und dass nur 12 Körbe Brot nachher übrig blieben. So erbitten wir den Segen Gottes und erhoffen den Segen Gottes, der uns beschenkt, und zwar so reichhaltig beschenkt, nicht nur, dass wir satt werden, sondern dass wir noch weitergeben können, dass wir noch verteilen können, dass noch übrig bleibt, und zwar mehr übrig bleibt, als vorher da war. Das ist eigentlich das große Wunder, was wir in jeder Weise von Gott erwarten, wenn er uns beschenkt, egal mit was er uns beschenkt, dass er uns überfließend beschenkt, dass diese Gnade und der Segen noch überströmt auf alle, auf die ganze Welt. Und deswegen steckt der Kerzen rein? Da stecken wir 5 Kerzen rein. Eigentlich hat man 5 Brote, und dann steckt in jedem Brot eine Kerze. Und dann gibt es noch Öl und Wein dazu. Eine Flasche Öl, eine Flasche Wein. Die Kerzen natürlich, das ist Schmuck. Das muss nicht sein. Ging auch ohne Kerzen. Ging auch ohne Kerzen, ja. Okay. Wäre auch noch gültig. Wäre gültig. darf man orthodoxe Liturgien im Freien, wie bei den Katholiken zum Beispiel, Fronleichnam feiern? Ja, also Fronleichnam haben wir nicht. Für uns ist das der Leib Christi zum Essen. Nehmt und esset, nicht nehmt und guckt, nehmt und schaut, sondern nehmt und esset. Wir haben zwar ein Tabernakel, also ein Adoforium, ein Behältnis auf dem Altar in jeder Kirche stehen, wo wir Eucharistie aufheben, aber nur vom Gründonnerstag, dem Tag des Abendmahles. Und das heben wir das ganze Jahr auf, um die Kranken damit zu kommunizieren. Aber sonst haben wir haben keine Reserve. Wir spenden in der Kommunion nur die Eucharistie aus der Liturgie selber. Es muss genau vorher reichen, muss genau entsprechend berechnet werden, das stimmt. Also wir haben keine Reserve. Aber wir laufen damit nicht rum und zeigen es nach draußen, sondern wir feiern die Eucharistie, wir feiern das Abendmahl, wir feiern die Eucharistie und konsumieren sie.
Wir machen sehr gerne Prozessionen, da haben wir dann was zum Schauen. Was hat man zum Schauen? Eine Oblate sieht man ja nicht, dass das Leib Christi ist, da sieht man nur weiße Fläche. Aber wir haben Ikonen. Und mit den Ikonen machen wir auch Prozessionen, die kann man ja sehen, das ist ja was für die Augen. Ein Sonntag der Orthodoxie zum Beispiel, dem ersten Fastensonntag. Ja. Aber Prozession ist ja etwas zum Gucken und zum Gucken haben wir die Bilder und da laufen wir mit Bildern rum. Was war noch der Liturgie im Freien an sich? Liturgie im Freien geht auch. Also, dass wir Liturgie im Freien machen, auch Zeltlagern, machen wir Liturgie draußen auf dem Tisch, bei Zeltlagern, das ist möglich, ja. Mhm. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben ja auch in unserer Kirche auch in die Diskussion des Frauenpriestertums, wie steht die Orthodoxie dazu? Frage wiederholen. Jens fragt nach dem Thema Frauenpriestertum. Nicht der Mann repräsentiert Christus, sondern jeder getaufte Christ. Und der Taufe heißt es, die ihr auf Christus seid getauft, habt Christus angezogen, seid, oder noch besser im Römerbrief, die ihr gestorben seid mit Christus auferstanden, oder wir sind gleich geworden mit Christus im Tod und werden mit ihm zur Auferstehung gelangen, so heißt es bei Römerbrief, wir sind gleich geworden mit Christus im Tod. Das sind nicht die Männer, das sind ja auch die Frauen. Und die Frauen repräsentieren genauso Christus, sind genauso Christusse, die Frauen wie die Männer. Da ist kein Unterschied. Und ich halte es für falsch, mit der Repräsentation Christi als im Mann das Priestertum zu begründen. Das funktioniert nämlich gar nicht, weil die Frau genauso Christus repräsentiert. Und wir haben das in Byzanz ganz deutlich. Der Repräsentant Christi auf Erden für die weltliche Herrschaft ist der Kaiser, nicht der Patriarch, nicht der Priester, nicht der Bischof, der Kaiser. Und wenn der Kaiser tot war, hat die Kaiserin Mutter oder die Kaiserin Frau, die Kaiserin das Amt der Repräsentation wahrgenommen. Da war sie die Repräsentation Christi auf Erden. Also auch die Byzantiner haben kein Problem gehabt, die Repräsentation Christi als Mann in der Frau zu sehen. Und das ist auch richtig so. Wie Paulus sagt, es gibt nicht Mann und Frau, Griech und Heide und sonst was. Und trotzdem haben wir nur Männer. Und das führe ich zurück auf die Einsetzungsworte, auf das Abendmahl, wo Jesus gegen die Tradition der Juden einen reinen Männerclub hatte. Er hat nur mit seinen Aposteln, mit seinen Männern Abendmahl gefeiert. Wenn es ein Passiamahl gewesen wäre, was zu bezweifeln ist, aber gut, auch wenn es ein Passiamahl gewesen wäre, da schreibt die Tora eindeutig und ganz klar, dass die Frauen dabei sitzen und schreibt genau auch, von wem die Frau jeweils ein Stück vom Lamm bekommen, also die Frau vom Ehemann, die Schwester vom Bruder und so weiter, ist genau festgelegt, die Witwe von ihrem Schwager und so weiter. Das ist genau festgelegt, also die Tora sieht, der Talmud sieht die Frauen vor, also die Frauen sind dabei. Und wenn man heute noch in Israel ist, am Pascha-Abend, dann darf er keiner in der Stadt einfach frei rumlaufen. Wenn Juden einen Herumlaufenden in der Stadt sehen, laden sie ihn auch als Fremden in ihr Haus ein, damit er nicht alleine ist. Damit er am Passiamahl mit teilnimmt. Und Jesus lässt seine eigene Mutter in der Stadt rumlaufen, lässt die Maria Magdalena in der Stadt rumlaufen. Das ist ein Skandal, wo sie beim Abendmahl dabei sein, beim Passiamahl ihren Platz haben. Offensichtlich hat er etwas anderes gewollt. Er wollte sein Abendmahl nur mit seinen Aposteln feiern, um ihnen zu sagen, und denn er hat mit dem Abendmahl nicht nur die Eucharistie eingesetzt, sondern auch die Diener der Eucharistie. Tut ihr dies zu meinem Gedächtnis? Gewissermaßen scharf übersetzt. Tut ihr dies in meinem Gedächtnis? Also zeigt nicht die Eucharistie, sondern gibt den Auftrag auch, dass so oft wir das tun, das zu seinem Gedächtnis tun, also oft auch tun, nicht nur viermal im Jahr wie die Protestanten, sondern häufig tun, zu seinem Gedächtnis. Also er gibt dann einen Auftrag, denselben. Und es gibt im Jüdischen die Tradition eines Segensmahles, eines Barakamahles, was möglicherweise Jesus da gefeiert hat, weswegen er auch kein ungesäuertes Brot wohl hatte, sondern die Apostel reden ja dauernd immer vom Artus, er nahm Brot. Wenn es ein Passiamahl gewesen wäre, fragt man sich, wo das Brot herkommen soll, denn der Hefeteig wurde ja vernichtet vor dem Passia, weil man nach Passia wieder einen neuen Hefeteig herstellt. Aber er hatte Brot genommen und kein Asimon, also kein ungesäuertes Brot. Dann hat er vielleicht überhaupt kein Passiamahl gefeiert, sondern ein Segensmahl, und da gibt es einen speziellen Typus eines Mahles, mit dem er Gemeinschaft konstituiert. Er als der große Führer
gründet eine Gemeinschaft mit seinen Aposteln und zeigt ihnen eine Zeichenhandlung und gibt ihnen den Auftrag, dies auch zu tun. Und das wäre dann für uns die Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums. Und wenn man diese Theorie dieses Mahls hätte, dann würde man den Skandal des Judas verstehen. Denn dieses Mahl, dieses Konstituierungsmahls einer Gemeinschaft, darf niemand vorzeitig verlassen. Das ist die absolute Bedingung, das ist das No-Go, dass einer rausgeht. Und genau das bricht Judas immer mittendrin, nimmt vom Brot und taucht es ein in die Schüssel und verlässt die Gemeinschaft und geht raus, noch bevor der Kelch getrunken wird. Dann, wenn man dieses Modell des jüdischen Mahls, was es wirklich gibt, das ist nicht, keine Fantasie von mir, wenn man das Modell nimmt, dann versteht man den Skandal des Judas erst richtig. Und wenn man das dann alles zusammenbringt und eins zu eins zusammenzählt, dann ist für mich bei der Einsetzung des Priestertums der Wille Christi sichtbar, der eben das so wollte. Der hat eben mit seinen Aposteln und nicht mit seinen allen, die ihm nachgefolgt sind, vor allem seinen Frauen, die ja viel besser nachgefolgt sind als seine Kollegen, hat sie zu dem Priestertum eingesetzt. Und wenn das dann die Einsetzung der Wille Christi ist, dann kann man nicht mal fragen, warum, sondern muss man sagen, so ist es halt, Punkt. Jetzt kann man noch sagen, die Apostel hätten da vielleicht ein bisschen, die Evangelisten hätten die Texte frisiert und hätten dann die Frauen ein bisschen noch rausgeschmissen, nur die Apostel da Abendmahl gelassen. Aber da muss man sagen, da haben sie aber schlecht gearbeitet. Denn ein paar Verse später sind genau diese Typen, die da bei Jesus beim Abendmahl sitzen und zum Priestertum beauftragt werden, die größten Versager, verleugnen Jesus sogar, wie gerade Petrus, und hauen ab. Und die Einzigen, die drunter stehen, ist noch gerade noch der Johannes und seine eigene Mutter. Und genau die hat er vorher beim Abendmahl nicht dabei gehabt. Und dann noch ein paar Verse später sind die ersten Zeugen der Auferstehung ausgerechnet die Frauen. Also wenn man frisiert, dann hätte man die Texte auch konsequent frisieren müssen. Mir sehen die Texte nicht frisiert aus, sondern hier sehe ich die Einsetzung und den Willen Jesu direkt. Tja, so sehe ich es halt. Fragen aus diesem Themenkontext noch irgendwie anschließend? Aber zu den Frauen noch, wir haben seit alters her und immer noch Diakoninnen. Aber auch nicht als Parallelamt, also wir haben das dreigliedrige Amt, was die Katholiken ja auch haben, Priester, Bischof, Priester, Diakon, wobei die Ämter durchlässig sind, jeder Diakon kann theoretisch Priester werden und jeder Priester kann theoretisch Bischof werden, jeder. Und es gibt keinen ständigen Diakon, der verdammt ist, weil er eben verheiratet ist, immer nur Diakon bleiben zu müssen. Jeder kann auch Priester und Diakon und Bischof werden. Und wir haben ein viertes, nicht ein paralleles Amt des Diakons, auch für Männer und Frauen parallel, sondern wir haben ein viertes Amt der Diakonin. Und das hat es in alter Kirche gegeben. Und momentan haben wir vor einem Jahr sind in Alexandria wieder vier Frauen oder noch mehr zu Diakonin geweiht worden. Also das ist als eigenes Amt zwar dünn geworden und ein bisschen vergessen hat geraten, aber nicht weg und kann jederzeit auch wieder reanimiert werden. Mhm. Auch in Griechenland. Der Christophilus, der vorige Erzbischof, hatte mehrere Frauen zu Diakonin geweiht. Also es kommt immer wieder mal vor. Heilige Nektarius hat Frauen zu Diakonin geweiht. Also was kommt vor und wird vielleicht auch wieder mal aktueller werden, wenn der Bedarf da ist. Aber wenn die Gemeinden keinen Bedarf anmelden, dann wird es auch keiner. Was wäre denn der praktische Bedarf? Auch der Dienst am Sakrament, nämlich die Hilfe bei Taufen und vor allem bei der Eucharistie, gerade wenn es Frauengefängnisse gibt. Und, man muss natürlich sagen, dass die Taufe durch dreimaliges Untertauchen stattfindet und insofern dann eine weibliche Assistenz sozusagen aus Schicklichkeitsgründen oder. Genau. Und in Gefängnissen, wenn es gerade in Afrika auch Gefängnisse gibt, wo ein Mann nicht rein darf, auch ein Priester nicht. Hier in Deutschland habe ich kein Problem. Ich kann genauso ins Frauengefängnis gehen. Das Würzburger Gefängnis hat ja zwei Abteilungen, da kann ich in beide Abteilungen reingehen, da habe ich kein Problem. Da gibt es keine Notwendigkeit. Aber wenn es die Notwendigkeit gäbe, ne, dann würde man es auch dann darauf rekurrieren müssen. Daniel? Ja, die Diskussion um das Diakoninnenamt ist ja bei uns auch gerade sehr aktuell. Das Griechische war ja bisher, wie Sie ausgeführt haben, sehr präzise in der Sprache. Jetzt haben wir aber ein männliches Diakonamt, das durchlässig ist für den Priester und Bischof, und parallel ein Diakoninnenamt. Wo unterscheidet sich denn dann dieses Amt konkret im Auftrag, in der Funktion, vielleicht auch im Namen, dass das eben nicht durchlässig ist, dann für die Frau nach oben.
Und das ist ja die konsequente Frage. Ein Diakoninnenamt alleine kann nicht funktionieren, ohne das dreigliedrige Amt nach oben hin auch. Wie ganz genau. Eben. Ganz schnell die Öffnung nach oben. Moment, wiederholen. Also Daniel fragt nach dem weiblichen Diakonenamt, was Erzpriester Martinus hier gerade schon skizziert hat, im Unterschied zu dem männlichen Diakonenamt in der orthodoxen Kirche. Wenn es parallel ist, wenn es also ein zweigeteiltes Amt ist, das Amt des Diakons, dann muss es durchlässig sein. Wir haben es als viertes Amt. Wir haben das dreigliedige Amt der Kleriker und das vierte Amt der Diakonin. Und das greift eher auf das alte Diakonenamt in der Apostelgeschichte zurück. Und das wäre dann ein viertes Amt. Das ist ja kein liturgisches Amt, sondern eben das Diakonale im Sinne der Apostelgeschichte. Und dann steht es daneben, neben den Dreien und ist nicht ein gesplittetes Amt. Wenn es ein gesplittetes Amt ist, dann muss es durchlässig sein. Von Diakon zum Priester, ganz sicher. Insofern die Frage ist schon mal richtig. Als gesplittetes Amt, wenn also parallel Mann wie Frau Diakon sein können, dann müssen auch beide denselben Durchgang durch den Klerus haben. Aber als viertes Amt steht es daneben. Und man sieht es zum Beispiel an der Weiheordnung, wir reden ja vom 6. Jahrhundert, alte Weiheordnung, dass die Diakonin am Altar geweiht wurde, aber außerhalb des Altarraums steht, dann nachher, während der Diakon am Altar steht. Und der Diakon kommuniziert am Altar, die Diakonin kommuniziert vorm Altar, also außerhalb des Altarraumes. Also da hat es schon in, also was hier ein, ich rede jetzt von historischen Quellen, nicht von irgendwelchen Meinungen, von irgendwelchen Leuten, die es gefällt und nicht gefällt. Ich rede auch nicht von Gender-Bereich, sondern ich rede jetzt von historischen Quellen, die uns das bezeugen. Und da haben wir nicht mehr als das, was die Quellen uns sagen. Man kann nicht, irgendein Patriarch kann nicht sagen oder eine Synode kann sagen, wir ändern alles, wir machen alles anders. Aber dann stehen wir nicht in der Tradition. Die Tradition, was wir kennen, sagt nichts anderes als das, was ich gerade gesagt habe. Kurze Zwischenfrage von Instagram. Kann man, wenn man Pastor im Ehrenamt ist, in die orthodoxe Kirche konvertieren? Ich glaube, damit ist auch verbunden wahrscheinlich implizit die Frage, ob man mehr oder weniger als Kleriker weitermachen kann. Ja, weitermachen kann man nicht. Aber erstmal orthodox kann jeder werden und auch Kleriker kann auch jeder werden. Also auch ein evangelischer Pastor könnte auch Priester werden, er kann nicht mit Bedingungen konvertieren, sagen, also nur wenn ich Priester werde, konvertiere ich. Ich konvertiere, weil ich orthodox sein will, weil ich die Kirche und den Glauben für mich annehme und so leben will, beten will und mein Heil erlangen will. Ob dann ich geeignet bin, ob der Bischof mich braucht, ob es überhaupt eine Notwendigkeit für mich gibt, einen Gebrauch für mich gibt, ob ich mit den Leuten zurechtkomme, wenn es eine russische, griechische oder rumänische Gemeinde ist, die kein Deutsch kann, ob ich die Sprache lernen kann und will, das sind alles sekundäre Fragen, aber die hängen mit der Glaubensfrage nicht zusammen. Aber im Prinzip wäre es möglich, klar, natürlich. Mhm. Ohne Frage. Also herzlich willkommen, kommen Sie. Aber ich kann nichts versprechen. Also ich kann kein Gehalt versprechen und keine Beamtenbesoldung, die kann ich nicht versprechen. Eine ganz alte Frage aus dem Chat von Metz R. Möchte ich noch hier aufgreifen. Wird zu oft über das gesprochen, was trennt, und zu selten über das, was gemeinsam und wichtig ist? Daran anschließend gleich von Luziner Schütze. Und war die Trennung der Kirchen nicht vor allem aus politischen Gründen die Trennung des West- und Oströmischen Reiches? Und vor allem Zielperspektive, welche Chancen zur Ökumene und welche Hindernisse gibt nach knapp 1000 Jahren, gibt es nach knapp 1000 Jahren der Trennung? Ja, die Trennung ist ein Schmerz und eine Tragik und eine Katastrophe, denn Christus will, dass wir alle eins sind. Insofern, ich rege mich jedes Mal auf, wenn es von der versöhnten Verschiedenheit gesprochen wird, wenn wir uns alle gegenseitig verstehen und umarmen, das reicht alles. Wenn wir den Schmerz nicht mehr spüren, den Schmerz der Spaltung, dann stimmt wieder, dann ticken wir doch nicht mal richtig. Das muss ein Schmerz sein, dass wir getrennt sind. Wir können sagen, wir umarmen alle, du bleibst wie du bist, ich bleibe so wie ich bin und wir verstehen uns ganz gut mittlerweile. Gott sei Dank führen wir keine Kriege mehr, keinen 30-jährigen Krieg und keine Glaubenskriege mehr. Natürlich, Gott sei Dank. Aber wenn wir den Schmerz nicht mehr spüren und sagen, das ist alles ein Brei, dann stimmt doch was nicht. Wir müssen daran arbeiten, wieder zusammenzukommen und eine Kirche zu sein, ein Leib Christi zu sein und Christi nicht gespalten zu haben. Wenn die Kirche der fortlebende Leib Christi ist, dieser Leib Christi ist nicht gespalten. Ein Christus, ein Glaube, eine Kirche. Darum müssen wir zurückkommen.
Das heißt nicht Uniformität. Es gab auch in der alten Kirche schon verschiedene Formen. Die einen sprachen Lateinisch, die anderen sprachen Griechisch, die anderen sprachen Gotisch und die nächsten was weiß ich was. Also die Riten waren verschieden. Die einen zelebrierten so rum, die anderen treten so andersrum. Alles wurscht. Da muss die Vielfalt möglich sein und da müssen wir auch das Verständnis für eine Vielfalt haben und auch uns auch näher kennenlernen, um den anderen auch zu schätzen in seiner eigenen Spiritualität. Aber und es ist auch richtig, ist auch sicher, dass oder war, dass tatsächlich die Auslöser der Kirchenspaltung politische waren, ging vor allem um Süditalien. Süditalien heißt ja Magna Graeca, das haben wir mit Latein nicht mal hören wollen, die wollten Magna Latina haben. Aber das ist auch ein bisschen kurz gefasst, dass man sagt, ja, politisch, natürlich war es das, aber es hat sich auch es wäre nie zum Knall gekommen, wenn man sich schon längst entfremdet hätte, wenn man nicht schon den anderen gar nicht mehr gekannt hätte, wenn man nicht gesehen hätte, der andere ist ja ganz anders als ich. Und ganz anders heißt, er ist gegen mich oder falsch. Ne, wir sind oft in der Gefahr, das andere als falsch zu sehen. Und dass es dann 1054 gekracht hat, auch wenn der Auslöser politisch war, im Grunde genommen hat man sich aber entfremdet gehabt und war im Grunde genommen auch froh, dass man endlich seine eigenen Wege gehen konnte. Das ist auch das Problem, was wir heute mit den Russen haben. Wir haben zurzeit ja jetzt wieder eine Ukraine-Frage, eine Kirchenspaltung von Konstantinopel mit den Russen. Ich weiß, dass das Internet aufgezeichnet wird, aber ich scheue mich nicht zu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die Russen froh sind um die Spaltung, weil sie im Grunde genommen denken, wir sind das dritte Rom und wir können es alleine. Was brauchen so eine Minikirche wie Bulgaren, Georgien, Griechenland, Zypern? Was sind denn so Minikirchen? Wir sind 200 Millionen, wir sind wer? Und was brauchen wir die anderen? Das ist auch so ein krankes papistisches Denken für mich. Und ich sehe bei den Spaltungen, die kommen nicht zufällig, die können Anlass haben, aber im Grunde sind sie vorbereitet und irgendwie gibt es Leute, die schon darauf fast warten, weil sie eigentlich sagen, eigentlich ist doch viel besser so, jetzt können wir einen eigenen Weg gehen. Ich habe den Eindruck so und auch wenn es im Internet jetzt aufgezeichnet wird, ich schäme mich nicht dazu sagen, auch wenn es ein harter Vorwurf ist, weil ich den Eindruck habe. Und Leute, kommt zurück, besinnt euch und seid demütig. Die Frage war ja nicht, wie wir die Spaltung vertiefen, sondern wie wir wieder zu einer Einheit kommen. Was wären denn Perspektiven? Was ist unser Job, um an dieser Einheit des Leibes Christi zu arbeiten? Wenn wir die Tradition wieder besser kennenlernen und merken, dass die Tradition uns eint, dass wir Traditionen haben, die uns gleich sind, dann, glaube ich, sind wir schon sehr weit. Aber wenn wir, das ist, im Grunde genommen hatte Ratzinger schon damals, schon bevor er Papst war, die Benchmark gesetzt. Wir müssen von anderen nichts erwarten, was sie nicht schon damals geglaubt haben, als wir noch zusammen waren. Also die Jahrtausend gewiss noch als Grenze setzen. Es muss keiner was nachholen. Und jeder muss für das, was er dann neu gemacht hat, nach der Trennung, Rechtfertigung vorlegen, wieso er es anders gemacht hat. Wieso man neue Dogmen erfunden hat, die alte Kirche nicht kannte. Die alte Kirche kannte kein unbefleckter Empfängnis. Da muss man das rechtfertigen. Und da muss man den Mut haben zu sagen, okay, es ist nicht traditionell, eigentlich, wir können es auch wieder in die Mottenkiste schicken, so ganz ist es nicht. Wir haben vorher über Wein geredet, das ist eine Kleinigkeit nur. Aber wieso kommt keiner auf die Idee, überhaupt mal darüber, nur darüber zu diskutieren, zu überreden, ob man sich wieder ändern kann. Dass man wegen so Mirakelspielen einen Wein ändert. Man besinnt sich darüber nicht mal. Wir waren immer so, das bleibt so. Ihr wart nicht immer so. 500 Jahre seid ihr ja gerade mal so. Das ist auch nichts, wir sind 2000 Jahre so. Also wenn wir den Schatz der Tradition wieder entdecken, merken wir, wie nah wir zusammenkommen. Und dass wir dieselbe Tradition haben. Dieselbe Wurzel, wir waren 1000 Jahre zusammen. Aber diese 1000 Jahre des Zusammenseins kennt ihr nicht mehr. Wir kennen sie, weil wir sie heute noch leben. Ihr kennt sie nicht mehr, die ersten Jahrtausend. Das erste Jahrtausend kennt ihr gar nicht. Ne? Und alles, was heute so ist, war immer so. Die Unfehlbarkeitspaar war immer so gewesen. Ja, ja, die war immer schon so. Ha, glaubt ihr, wir haben 1000 Jahre ohne die Unfehlbarkeitspaar sind wir ausgekommen und wir sind gut ausgekommen. Und ihr seid auch mit der Unfehlbarkeitspaar ausgekommen, zumindest bis Nikolaus, und seid auch gut ausgekommen. Das habt ihr vergessen. Aber keiner hat den Mut, irgendwo auch einen Schritt zurückzugehen. Ne? Mein Vater, der war ein sehr radikal überzeugter römisch-katholischer und sagt ja immer, hör mal auf, darüber zu diskutieren, denn wenn du nur ein einziges Dogma in Frage stellst, also in der katholischen Kirche mit Unfehlbarkeit und Erster Vatikan und anderes, wenn du ein einziges Dogma in Frage stellst, dann behauptest du ja, der Heilige Geist hätte sich getäuscht, weil die Konzilien und Dogmen alle vom Heiligen Geist sind. Und wenn aber ein Dogma falsch ist, dann können alle Dogmen falsch sein. Also wenn du einmal an den Mikado sterben, diesen ziehst, fällt alles zusammen.
1000 Jahre war es mal anders gewesen. Und ich habe die Freude, den Stolz, dass wir dieses erste Jahrtausend bis heute lebendig halten, wenn wir uns auch geändert haben ein bisschen. Also vor 1000 Jahren haben die Priester noch keine Mönchskleidung getragen, okay. Also die Kirche hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Was ich schon vorher sagte, Tradition ist kein eingefrorener Zustand, sondern ist lebendiges Empfangen und Weitergeben. Aber dass wir noch uns authentisch empfinden wie im ersten Jahrtausend. Und da sind Anfragen an euch, sowohl Katholiken wie Protestanten, wie alle anderen auch, wie ihr mit der Tradition des ersten Jahrtausends haltet. Und das ist aber eure Arbeit, da Zustellung zu nehmen, ist nicht meine Arbeit, das zu verteidigen. Ne? Wir haben vorhin im ziemlich kahlen Raum Gottesdienst gehalten. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber ich habe es gesagt. Das zweite Nizänische Konzil 787 erlaubt nicht die Ikonenverehrung, sie befiehlt sie. Aber wer geht hin und küsst irgendeine Ikone? Macht das einer von euch? Wir machen es immer noch. Das siebte ökumenische Konzil, was angeblich ja von allen, sogar von Luther, sagt er, sieben Konzilien zählen für mich auch als gültig. Wer liest die Texte? Wer guckt da mal nach und nimmt wahr, dass das Konzil die Verehrung, nicht nur die Erlaubnis, sondern die Verehrung der Ikonen anempfiehlt und fordert? Wo die Bilder sind, sollen sie verehrt werden. Das ist ein Auftrag. Macht keiner. Also nur ein Beispiel mal für das erste Jahrtausend, was ihr gar nicht mehr kennt, leider. Und das, aber für mich ist das die Form auch der Ökumene und des Zusammenkommens, wenn wir uns auf das alte Erbe besinnen, was unser gemeinsames Erbe ist. Und so wie wir die ersten Jahrtausend zusammengelebt haben, hoffe ich, dass wir auch das dritte Jahrtausend zusammenleben. Unbescholten, dass in Rom natürlich lateinisch zelebriert wurde, nicht griechisch. Und das sind die Liturgie des Gregorius, eine andere Liturgie war als die von Chrysostomus. Unbestritten. Das muss auch möglich sein. Sie sprechen immer von unterschiedlichen Riten, die es auch im West und Ost geben darf oder in verschiedenen Traditionen. Beispiel jetzt der Ikonenverehrung, könnte man denn auch nicht da aufeinander zugehen und sagen, wir haben eine andere Form der Ikonenverehrung. Durchaus auch katholische Christen küssen noch ein Kreuz am Karfreitag. Viele katholische Christen küssen eine Madonna, die ja eine plastische Ikone sein könnte. Ja, so verstehen ja darf, ist erlaubt. Die Füße oder legen einen Hermann Josef den Apfel hin und ähnliche Dinge. Das ist ja durchaus eine andere Form der Ikonenverehrung. Warum können wir das nicht beides so verstehen und dann sagen, da gibt es doch gar keinen Grund mehr darüber zu diskutieren? Machen Sie. Kurz zur Wiederholung. Also es geht um die Frage, ob man entsprechende Frömmigkeitsformen verschiedener Konfessionen nicht einfach, ich sag's mal ganz runtergedampft, einfach im gegenseitigen Respekt anerkennen könnte. Ja. Ja. Ja, ja klar. Natürlich. Ohne dass wir die Ikone küssen. Ist nicht heilsrelevant. Ist nicht heilsrelevant. Im Chat war noch eine andere Frage. Wie sieht denn die liturgische Kleidung einer solchen Diakonin aus? Das geht nochmal auf vorhin. Die trägt auch das Sicharion wie der Diakon. Das Sicharion ist? Diese weiße Gewand. Und also die Albe sozusagen. Ja. Aber keine Stola dazu. Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Fragen hier aus der Runde. Ich glaube, wir sollten auch langsam mal in die Schlusskurve einbiegen. Wie lange streamen wir schon? 1:20. Ah ja, das ist eine gute Zeit, um die Schlusskurve einzuleiten. Dann dauert es ja meistens doch noch eine halbe Stunde. Oh, ja, bei 22 Uhr ist immer Stream-Complete-Zeit und es gibt so eine Grundregel, dass wir bei Lingua Altpfeife niemals gegeneinander streamen. Mhm. Das heißt, die müssen dann quasi so lange warten, bis wir fertig sind. Aber wenn die mögen, ich weiß nicht, ob es technisch geht, du kannst gerne auf den Hauptkanal dann die Complete hinterher einfach drauflegen. Ich weiß nicht, aber wer überträgt denn das? Oder beten die ohne zu streamen? Ach so, ja, dann ist es sowieso irrelevant. Okay. Hier im Raum noch irgendwelche Fragen zum Thema Orthodoxie von euch? Ja, Jonas. Irgendwie gehört, dass Bischöfe nicht verheiratet sein dürfen. Ist das noch so oder ist das in der
Es geht um die Frage, ob Bischöfe verheiratet oder nicht verheiratet sind. Ja, momentan ist es so, dass die Bischöfe frauenlos sind, aber wir haben eine ganze Reihe von Bischöfen, die mal verheiratet waren. Sind verwitwet oder der frühere Patriarch Alexei von Moskau, der war verheiratet, aber nur 2 Jahre lang. Dann ist seine Frau ins Kloster gegangen, er ging auch ins Kloster und wurde dann Mönch und ist dann später auch sogar Bischof und Patriarch geworden. In Georgien habe ich kenne einen georgischen Bischof, der ist verheiratet gewesen, seine Frau lebt noch. Ja. Der Erzbischof von Prag auch, ist verheiratet, ist geschieden und wurde Bischof. Finde ich nicht so prickelnd. Weil Paulus sagt ja, dass jemand, der sich als guter Hausvater erwiesen hat, auch in der Lage sein könnte, dann eine Diözese zu leiten. Ich finde, wer so eine Familie versägt hat, halte ich für nicht für würdig und fähig, eine Diözese zu übernehmen. Das ist meine persönliche Meinung. Dann soll lieber die Frau mitnehmen. Also es gibt keine dogmatische Vorschrift, die verheiratete Bischöfe verbieten. Wir hatten mal diskutiert in Bonn, in der Metropolie, beim Bischof, über die Möglichkeit von verheirateten Bischöfen. Und dann sagte jeder so seine Meinung und ich sagte nichts. Und dann am Schluss wurde ich auch gefragt, du hast noch gar nichts gesagt, sag auch mal was. Dann meinte ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass Bischöfe verheiratet sind, aber nicht vor dem Tod der Schwiegermutter. Riesenlachen, weil alle meine Schwiegermutter kennen. Und sollen wir Sie hier herzlich grüßen? Nicht, oder? Ja, von dieser Stelle her herzliche Grüße. Ich habe nicht, es ging darum, also natürlich könnte ein Bischof mit seiner Frau auch im Bischofpalais leben, auch als richtig verheirateter Mann. Also das sehe ich keinen Widerspruch, kein Problem. Also es geht um die Ehe für alle oder beziehungsweise ja eine homosexuelle Ehe und Priestertum in der orthodoxen Kirche. Ja, dann müssen wir unsere Texte der Hochzeit umschreiben, denn die Texte der Hochzeit gehen da von der Hochzeit von Mann und Frau aus. Schon in Genesis ist ja die kürzeste Formel, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er sie. Also den Menschen als Mann und Frau schuf er sie. Und das ist dann unsere Vorstellung von Ehe und eigentlich auch die Vorstellung der fruchtbaren Ehe. Also ein Hauptteil der Gebete in der Hochzeit gehen auf die Kinder und möglichst viele Kinder und Kindeskinder. Und das ist bei einer zweigeschlechtlichen normalen Ehe eben gegeben und ohne äußere Hilfe. Und daraufhin ist unsere Ehe und Ehe Moral und liturgische Ordnung ausgerichtet und andere liturgische Formen und Formeln kennen wir nicht. Das hat nichts damit zu tun, auch in der pastoralen Sorge, also ich kenne eine ganze Reihe oder habe mit einer ganzen Reihe von Menschen zu tun, die in anderen Lebensverhältnissen leben, die alle zu betreuen, in der Gemeinde zu integrieren. Ich habe Leute, die auch Dienste in meiner Gemeinde tun, auch liturgische Dienste tun in meiner Gemeinde. Sehe ich keinen Unterschied und keine Grenze und keine Ausgrenzung. Das ist eine ganz andere Frage. Dass die persönliche Lebenssituation eines jeden Menschen völlig verschieden ist und auch nicht unbedingt dem Mainstream der Kirche anpassbar ist, das ist dann das Persönliche jedes einzelnen Menschen. Und das ist eben das Schöne in der Orthodoxie auch. Wir haben da keinen Papst, der da irgendwie von der Ex-Kathedra eine definitive Entscheidung fällt, sondern wir haben die Ordnung der Kirche und der Tradition und dann die jeweilige Anpassung an die konkrete einzelne Situation. Und da ist jeder Mensch und jede Situation verschieden und jede Situation individuell. Und ich habe dann die Ausrichtung an den Mittelweg sozusagen und dann aber und das ist auch mein Recht als Priester, dann in der Seelsorge für jeden Einzelnen die Dinge anzupassen. Und anpassen heißt nicht einfach lockerer machen, für die machen eine Ausnahme, für die machen eine Ausnahme. Nein, es kann sogar sein, dass für manche Menschen die Regel sogar verschärft wird, weil der Mensch mehr tragen kann
und noch mehr kann als der Durchschnitt. Und ein anderer, für die werden die Dinge gemildert, damit sie auch ihn mitnehmen, dass auch er mitkommt und seinen Platz in der Kirche findet. Also man kann es an der Fastenordnung mal sehen. Wir haben die Fastenordnung, die ist festgelegt und genau geregelt, steht in den Büchern drin, weiß man genau, wann man wie fastet. Fasten heißt bei uns vegan essen. Aber es kann Leute geben, die also besonders asketisch leben wollen und mehr fasten wollen. Da kann der Priester sagen, also dir traut das zu und die betreue ich auch, begleite ich auf dem strengeren Weg. Und der andere, du arbeitest schwer und hast Schichtdienst und kannst gar nicht nach der Fastenordnung so leben, dann wird die Fastenordnung abgemildert. Das ist eben die Anpassung der jeweiligen der Gesetze oder der Regeln der Kirche an die jeweilige Situation. Und das gilt auch bis zu den persönlichen Lebensverhältnissen, die jemand hat. Ich denke vor allem gerade an die Menschen, die ich habe in meiner Gemeinde, die mit dem Geschlecht Probleme haben und das Geschlecht gewandelt haben oder wandeln wollen oder damit ringen oder hadern oder arbeiten und das Thema haben. Und dann ist eben die Aufgabe des Priesters, auch diese Menschen genauso mitzuführen in der Kirche und aber ihnen entsprechend zur Seite zu stehen, auch auf ihrem persönlichen Weg, wo ich nicht der Richter bin und nicht darüber zu urteilen habe und nicht darüber zu befinden habe, ob das Gottes Wille oder nicht Gottes Wille ist. Aber darf ich da nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Also wenn ein Priester sich in einen Mann verliebt, da braucht er sein Amt nicht aufgeben, das kann man weiter ausüben, oder? Moment für den Dings, also die Frage ist, wenn ein Priester sich in einen Mann verliebt, ich glaube, man kann auch ergänzen, wenn ein Priester, in dem Fall ein Zölibatärer, dann ja, sinnigerweise, wenn er nicht schon verheiratet ist, sonst wäre es ja nochmal eine andere Situation, sich in eine Frau verliebt. Weil bei uns in der westlichen Kirche ist das ja verboten. Genau. Ich habe mal angefangen mit dem Thema der verheirateten und nicht verheirateten Priester. Die nicht verheirateten Priester sind alle Mönche. Und der Mönch lebt monastisch, alleine. Der hat weder Mann noch Frau. Und ist völlig gleichgültig, welche sexuelle Neigung er hat, weil er überhaupt keine Neigung mehr ausübt als Mönch. Das ist völlig wurscht, wie er geneigt ist, weil er lebt allein als Mönch. Und er bricht sein Mönchtum, egal ob er in Puff geht oder ob er zu einer Frau eben oder ob er mit einem Freund zusammenleben will. Er bricht jedes Mal sein Mönchtum. Also ich sehe keinen Unterschied. Der Mönch lebt geschlechtslos. Das geht bei uns so weit, dass die Mönche, die Nonnen dieselbe Kleidung tragen. Denn eigentlich ist ein Mönch ein geschlechtsloses Wesen. Der hat nämlich sich entschieden, jungfräulich zu sein, also geschlechtsfrei zu sein, sein Geschlechtsleben überhaupt nicht auszuleben. Weder mit einer Partnerin noch mit einem Partner. Insofern stellt die Frage gar nicht. Unabhängig davon, welche Neigung er hat. Jeder hat zu kämpfen mit seinen Neigungen, mit seinen Trieben. Der eine guckt halt gerne Videos, der nächste würde halt gerne mal in einer Frau hinterherlaufen, der nächste verliebt sich in einen Messdiener. Aber er hat mit niemandem was zu tun, er ist Mönch. Mönch heißt Monos, alleine. Und das andere ist, für die Verheirateten, da gibt es eh keinen Ausweg mehr. Weil, nein, weil... Lebensende Ehe. Weil, wie Paulus sagt, der Priester, er spricht vom Diakon, aber auch vom Priester, vom Bischof, ist einmal verheiratet und diese Zahl 1 gilt für uns lebenslänglich. Das heißt also, auch wenn ich, was Gott verhüten möge, meine Frau stirbt oder noch schlimmer, ein Priester hat mehrere kleine Kinder, vielleicht noch fast Säuglinge, und die Mutter stirbt vielleicht die Frau stirbt sogar vielleicht bei der Geburt des vierten Kindes, und er kann nicht wieder heiraten, obwohl er verheiratet war und sogar Kinder hat. Er kann nicht wieder heiraten, weil da das Gesetz des Paulus gilt, im Timotheusbrief, die Klerikerordnung, der Priester sei einmal verheiratet, und damit ist eine zweite Ehe ausgeschlossen, sogar als Verwitweter eine Ehe ausgeschlossen. Und insofern, da stellt sie so witzig, also mit der Verfahren eh alles aus, weil es gibt kein zweites mehr, es gibt keinen zweiten Versuch. Während bei uns jeder Gläubige dreimal heiraten kann, also sakramental auch zum dritten Mal verheiratet werden kann, als Sakrament, wird eine dritte Ehe erlaubt, wegen der Schwäche der Menschen, weil die Kirche auch den Menschen entgegenkommen muss, die auch gebrochene Biografien haben, wo das Leben nicht so verlaufen ist, wie sie vielleicht dachten in der ersten Liebe, wo es Krisen und Katastrophen gab, betreut die Kirche und begleitet die Kirche auch die Menschen auch im Neuanfang einer neuen Ehe.
Da braucht er nicht annulliert werden, wie er da morgen da macht, mit Pseudo-Annullierung. Da wird ja meist nur gelogen. Angeblich hat er gesagt, er würde so nie wollen, angeblich. Da weiß man nie, gibt es keine Zeugen und sowas. Ehe ist gescheitert, die Liebe ist kaputt, die Repräsentation der Liebe Christi zur Kirche ist nicht mehr vorhanden. Dann kann auch eine neue Ehe eingesegnet werden. Das ist möglich, aber für den Priester ist eben diese Möglichkeit nach Paulus ausgeschlossen und damit ist auch jede Frage, auch für den verheirateten Priester, was er vielleicht hätte anders machen können, vielleicht doch lieber ein Mann als eine Frau oder eine andere Frau oder was weiß ich was, stellt sich für ihn nicht nach der Paulusordnung, ein Priester sei einmal verheiratet. Und für den Mönch ist der hat sich entschieden, Mönch zu sein. Fragen aus der Runde? Alle soweit zufrieden. Habe ich aus dem Chat irgendwas noch übersehen? Ich habe alle totgequatscht, glaube ich. Ja? Das ist ein Problem. Das ist vielleicht nicht ganz zu leugnen. Aber eben. Aber ich habe es ja gesagt. Ich darf das sagen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle mal den Livestream dann auch zu seinem Ende führen. Wir haben die Tradition, wenn ein Livestream mit einem Priester gemacht wird, dass der Priester am Ende noch einen Segen spendet oder einen Segen spricht. Darum würde ich dich ganz gerne noch bitten. Und ansonsten danke ich sehr herzlich für die Runde hier. Wir sind hier vielleicht, ihr seht es ja nicht im Chat, wir sitzen hier zu. Haben wir es mal durchgezählt? Sind wir über 30? Ja, oder? Also wir sind mehr als 30 Leute, die hier eben in Würzburg zusammensitzen und jetzt den Auftakt dieses Lingo Special Meet begangen haben. Wir haben vorhin eben ein kleines orthodoxes Abendgebet mit einer Artoklasia, einer Brotsegnung gefeiert. Das findet ihr in der Instagram-Story zum Beispiel auch auf meinem Kanal in Bildauszügen. Wir machen morgen weiter, werden um 9.30 Uhr mit dem Morgenlob beginnen. Es haben ein paar schon gelacht, dass wir um 9.30 Uhr mit den Laudes anfangen, dass das so spät sei. Ich bitte aber zu bedenken, dass manche, also mehrere hundert Kilometer Anreise am gleichen Tag haben, da ist alles vor 9.30 Uhr einfach logistisch nicht machbar. Und dann den Tag über eben hier in Heidingsfeld zubringen mit Gesprächen, Workshops, Gottesdiensten, Gebet und so weiter und so fort. Wir werden da auch kursorisch live übertragen, jeweils wie sich's fügt. Höhepunkt wird sein um 18 Uhr in der Pfarrei zur Heiligen Familie ein Pontifikalamt. Das feiern wir zusammen mit dem Freiburger Weihbischof Christian Würz, der auch den Tag über bei uns sein wird. Herzliche Grüße, falls er zusieht. Und genau, und dann schauen wir, was es morgen gibt. Und wir freuen uns jedenfalls alle auf diesen schönen Tag, auf diese Begegnung. Und ja, habe ich schon Danke gesagt? Weiß ich nicht. Also vielen Dank, dass du da warst, lieber Martinus. Es war Danke für euer Interesse, für eure Fragen, für das Gespräch, für eure Ohren. Jetzt nochmal zum Hören. Ja, danke für euer Interesse, für eure Ohren, für eure Fragen und für das Gespräch. Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, die jetzt und immer da und in die Ewigkeit der Ewigkeit. Amen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Gott sei uns gnädig und erhöre uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme sich über uns und rette uns. Amen. Das heißt übrigens dann in dem Fall nicht Väter und Mütter, sondern nur die Väter, weil das die Priester sind. Die Bischöfe und die Priester, die eben uns getauft haben und heiligen durch alle Generationen hindurch. Deswegen heißt es am Schluss immer nur der Väter. Ah, okay. Nicht Väter und Mütter, das kann man da nicht sagen. Damals männliche Priestertum, ne? Männlichen Klerus. Ja, dann bleibt nur gute Nacht und bis morgen. Sind wir runter?